Ja, ihr Lieben, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei A New Beginning. Und das ist jetzt mein dritter Versuch, diese Aufnahme erfolgreich endlich zu starten und zu beenden. Und das erste Mal, ja, da braucht die Dame nicht so genervt hier rumstehen, ne? Ja, das erste Mal ist mir das Spiel abgestürzt und beim zweiten Mal hat sie Fraps irgendwie aufgehängt und keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass es diesmal klappt. Ich kann euch versprechen, das wird ganz schön dramatisch. Die Zwinsen. Zwinsen kommen uns irgendwie bekannt vor, nicht wahr? Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich. Ah, wen wundert's? Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Sag das mal unseren Politikern. Die sind auf Profit aus, genau wie der Rest der Menschheit oder der Welt auch. Die ganze Wirtschaft, die Börsen, die Aktien, Scheiße. Weiß der auch noch was? Immer Profit, das ist alles, was zählt, die Dame und die Umwelt und die Natur. Ja, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, ich habe sie gerade gelangweilt. Von außen sieht er unbeschädigt aus. Ah, von außen. Das ist der Atomofen, das Herzstück der Zeitkapsel. Ihre Kapsel ist also doch mit Atomenergie betrieben? Nein, der Atomofen wird nur für den Zeitsprung genutzt. Die Kapsel selbst wird vom Svensson betrieben. Tja, und das bist du, der Herr. Die Versiegelung scheint zu halten. Gut so. Cool. Okay, die Klappe, die öffnen wir. Der Koffer mit der Zeitfunkantenne. Jetzt muss... Ach so, Entschuldigung. Sie meint, jetzt muss sie nur noch einen Platz, einen geeigneten finden. Der sieht einigermaßen stabil aus. Andererseits hätte ich das wohl auch gesagt, als er noch an der Decke hing. Ja gut, dann kletter mal hoch. Halt zum Beinbruch. Und wie elegant sie da hochgeht. Das kann doch nicht... Die ganze Stadt ist zerstört. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Ja, hoffen wir mal. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. Shit. Die Baukünste unserer Vorväter. Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Da hast du sowas von recht. Mal sehen. Glatter Untergrund, nahe der Zeitkapsel... Frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Ja, dann, wenn du das sagst, dann tun wir das doch einfach. Na, dann wollen wir mal. Okay, jetzt wird's fummelig. Okay, alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Ja, nee, warte mal, mach mal Koffer nochmal zu, da hätten wir die Anleitung. So muss das Ding aussehen. Und ich... Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Hey, gut. So, sehr schön. So, Knöpfchen drücken. Ja, das weiß ich jetzt ziemlich auswendig, ne? Nachdem das vorher nicht wirklich hingehauen hat. Oh, da unten kommt's hin, okay. Leicht geirrt. Nee, fehlt noch was. Da. Genau. Da hätten wir noch einen Knopf. So, und jetzt wollen wir die Kabel noch verbinden. Diesem Ding. Genau. Hier. Ja. Was fehlt noch? Das da. So. Jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Ja, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, welche Kuben zusammengehören. Das ist mein Problem. Ich weiß es nicht. Oh. Ja,
Das hatte ich doch rein Glück vorhin geschafft und reines Glück war das. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Nee, da soll das hier eher darüber gehören. Oder? Da, hier hin. Ich habe keinen Plan. Reines Glück, sage ich ja noch. Das darüber. Ist irgendwie so grünlich. War wohl nicht so ganz klug. Also wie hatte ich denn das gemacht? Das geht nach rechts, das geht nach oben. Ne, das stimmt so wahrscheinlich nicht. Das geht nach rechts. Nach links. Das hier. Der Hauptschalter leuchtet. Ich glaube, jetzt ist die Anordnung richtig. Cool, und ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Ah. So, fertig. Beeindruckend. Na gut, dann wollen wir Nigel mal sagen, was wir so alles vollbracht haben. Der wird sich freuen. Wahrscheinlich sitzt er unten und trinkt Kaffee und lässt uns die ganze Drecksarbeit machen, wie so ein Praktikanten. Wie geht es mit der Antenne voran? Ach, frag nicht. Nigel, ganz San Francisco ist zerstört. Ich weiß. Aber die Mission, wir können sie nicht beenden, wenn... Ich weiß. Mist. Es tut mir leid. Wir werden schon einen Weg finden. Aber dazu brauchen wir Kontakt mit den anderen Teams. Wie weit bist du mit der Antenne? Die Antenne ist aufgebaut. Was jetzt? Du musst dein Zeitfunkgerät mit der Antenne synchronisieren. Und wenn das keinen Strom hat? Hast du etwa vergessen, es aufzuladen? Ach, nein. Das war nur eine hypothetische Frage. Okay. Diese Kuben sind ein Fluch. Oh. Ja, da gebe ich dir recht. Wer die Dinger entworfen hat, gehört gesteinigt. Wie soll ich die nur jemals zusammengepuzzelt kriegen? Das schaffst du schon. Ich vertraue da ganz auf deine Fähigkeiten. Oh, das haben wir schon. Ich mache am besten gleich weiter. Das wollte ich gerade auch vorschlagen. Na gut. Dann wollen wir mal weiter in die Drecksarbeit machen. Wir sollen das Zeitfunkgerät... Das öffnen wir im jetzt. Griff gibt es ein Batteriefach. Ha, da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Shit! Die müssen wir jetzt aufladen. Und was eignet sich besser dazu als ein richtig guter Svensson? Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauche die Energie. So ist es. Oh. Oh oh. Mist. Das klang nicht so gut. Ja, jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Sag mal, kommt die eigentlich aus dem Sadomaso-Bar oder wieso hat die hier zwei Riemen hin? Okay, nee. Das zerstört die ganze Dramatik. Aber es irritiert mich gerade. Fällt mir auch jetzt erst auf? Oder ist sie nur Nigels Marionette? Da kommen Assoziationen. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Fay. Hört ihr mich? Seid ihr zu hören? Hallo? Schnell! Amplifier! Wir haben eine wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo! Hallo! Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo! Quadi! Hey! Hey! Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab.
Wir versuchen dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh nein. Nein. Nein, bitte, bitte nicht. Dina, du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Hey, wir haben uns entdeckt. 2050 ist zu spät. Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten. Wir sind mittendrin. Ich wiederhole. Wir sind... Gott! Scheiße! Was ist hier los? Nein! Ja, ihr Lieben, das war ein ganz, ganz beschissener Abbruch und dieses Nein von mir galt einfach dem Spiel, weil es ist abgestürzt. Wir machen gleich weiter und hoffen, dass es diesmal besser läuft. Hier sieht es ja echt nicht so gut aus. Verdammt. Dina? Dina? Dina, so melde dich doch! Oh nein! Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Scheiße. Unser gesamtes Team ist tot. Wie es aussieht. Faye, ich stelle auf 0,6. Ich kann hören. Liegt an dieser verdammten Strahlung. Es ist das Kraftwerk. Hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube, Quelle gefunden, Faye. Ich... Sadi, empfängst du mich noch? Bleib bitte dran. Ich... Sie sind alle tot. Scheiße. Scheiße. Unser gesamtes Team ist tot. Was machen wir jetzt? Och nein, jetzt müssen wir Nigel diese Nachricht überbringen. Oh Gott. Nicht nur San Francisco ist im Arsch. Wie wollen wir jetzt eigentlich die Zukunft retten? Wie wollen wir den Klimawandel aufhalten? Oh Mann. Leute, ich mag gar nicht dran denken. An dieser Stelle legen wir ein kleines Päuschen ein. Oh je, der arme Nigel tut mir jetzt schon leid. Das ist ja meine Botschaft, die wir da überbringen. Das gesamte Team tot. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist echt... Es ist grausam. Bis dann, ihr Lieben, und macht's gut. Und das nächste Mal werden wir sehen, wie es weitergeht und ob wir die Welt überhaupt noch retten können, das noch Sinn macht. Bis dann. Ciao.